Hallo ihr Lieben, heute ein kurzes, knappes, knackiges Video, wie man mit Knetsilikon arbeitet. Also das gibt ja auch immer zwei Komponenten von Knetsilikon. Ich habe natürlich wieder das von Troll Factory genommen. Das ist einfach zu verarbeiten. 1:1 abwiegen, also einmal von der weißen Masse, einmal von der blauen. Bitte aufpassen, dass ihr nicht blau und weiß irgendwie zusammenbringt, weil dann härtet das sofort aus. Genau gleiche Grammzahl blau und dann muss das ganz doll zusammengeknetet werden. Also wirklich so lange kneten, bis keine Schlieren und keine Marmorierung mehr zu sehen ist, sondern dass eine homogene hellblaue Masse wird. Ich habe mir hier noch so einen Deckel von einer Rocher-Schachtel genommen. Ihr könnt auch jede andere, kann auch eine Pappschachtel sein. Einfach nur so ein Deckel, der auch von der Stärke, von der Dicke her herkommt, mit den Ornamenten, die ich abdrücken möchte. Einfach nur, damit dieser Block in Form bleibt. Den kann man nachher auch rausnehmen. Ich habe jetzt hier die Schmuckornamente von La Blanche genommen, aus dieser Silikonmold von La Blanche, weil ich gerne eine Form brauchte, damit ich mal mehr auf einmal gießen kann und nicht immer so lange warten muss, gerade bei dem klaren Resin, bis das dann ausgehärtet ist. Die Teile richtig gut reindrücken, ruhig so 2 mm tiefer als die sind, also damit so ein kleiner Rand noch zusätzlich entsteht, damit euch nachher das Resin nicht rausläuft. Den Rand bitte schön glätten, dass er nicht übersteht über diese kleinen Ornamente, wie ihr seht, aber die können ruhig so 1 bis 2 mm tiefer in der Masse drin stecken. Das Ganze jetzt circa 2 bis 3 Stunden aushärten lassen. Man kann es auch über Nacht, aber es ist auch nach 2 bis 3 Stunden schon feste. Hier zum Beispiel bei der Plastikschachtel geht das einwandfrei. Bei Pappe kann es sein, dass die Pappe dran kleben bleibt, aber das ist nicht schlimm. Man hat zumindest eine Halterung und es gerät nicht außer der Form. So, die Ornamente, die ich abformen wollte, habe ich jetzt wieder rausgenommen und jetzt mache ich erstmal einen Testguss mit Resin. Ich will ja gucken, ob die Form dicht ist, ob das funktioniert. Nehme auch von Troll Factory das klare Resin, weil ich will ja Schmuckteile machen. Für das Bild, was ich auch schon gepostet habe mit diesen Rahmen und den Blüten. Und da brauchte ich ja schon einige Schmuckteile. Und wenn man die immer nur mit einer Silikonform gießt, das dauert ja ewig, weil die ja bis zu 24 Stunden brauchen, bis die ausgehärtet sind. Obwohl es da mittlerweile gibt es da auch wieder eine neue, von anderen Firmen eine neue klare Resin-Mischung. Wurde auch schon in der Gruppe von La Blanche schon gezeigt und der Name genannt. Mir fällt er jetzt gerade nicht ein, aber wie gesagt, da gibt es auch schon welches, was nach 3 bis 4 Stunden ausformbar ist. Muss ich aber selber erst ausprobieren, bevor ich es euch empfehlen kann. Ja, dann wie gesagt, gut ausgießen mit einem kleinen Schaschlikspieß, ein bisschen drin rumstochen, damit die Luftblasen weggehen und dann das Ganze, wie gehabt jetzt hier, bei dem dauert es halt jetzt wirklich ein paar 24 Stunden. Die Form ist schon biegsam, aber nicht ganz so biegsam, wie man das sonst von den Silikonformen her kennt. Aber man kann, wie gesagt, ruckzuck schnell Ornamente abformen, die man gerne als Form haben möchte. Man kann das auch abformen an der Wand, an einem Schrank, weil das Knetsilikon ja nicht wegfließt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Lust hat, probiert es aus. Materialliste wie immer unter der Videobeschreibung. Ich wünsche euch eine kreative